Wir befinden uns auf der Großglockner Hochalpenstraße und ihr seht schon, da steht eine riesen Schneefräse und man hat in den letzten Wochen hier wirklich Mühsal gehabt, den Schnee wieder rauszuräumen. Seit 3. Mai ist sie eröffnet. 500.000 Kubikmeter Schnee mussten hier rausgeräumt werden auf einer Strecke von 48 Kilometern. Motorradfahrer und Radfahrer dürfen eigentlich hier noch nicht fahren. Radfahrer haben wir aber schon gesehen, die da drüber gefahren sind, neben den Schneewänden. Die Sonne bescheint hier perfekt, diese hohen Schneewände. Ja, und dieses Schneeräumgerät daneben mir, das ist eben dieser berühmte Wallack. Das sind spezielle Schneepflüge, die hier gebaut worden sind. Wir haben hier heute auf 2500 Meter haben wir 4 Grad. Es ist ein bisschen föhnig, darum ist es schön. Es soll jetzt dann wieder schlechter werden, das Wetter. Es wird nie so stabil, dass es längerfristig schön ist. Aber die Luft hier oben ist schon ein bisschen dünn, das merkt man auf jeden Fall. Und es sind auch schon viele Touristen unterwegs, die sich das ansehen, obwohl jetzt erst seit 3 Tagen das Gebiet hier eröffnet ist. Wir stehen jetzt an so einer Schneewand, die ist ungefähr 5,5 Meter hoch. Wir sind jetzt einmal kurz durchs Tunnel durchgefahren. Das ist der Tunnel am Hochtor, der praktisch Salzburg mit Kärnten verbindet. Im Tunnel selber ist es ja auch interessant. Das sind so Eiskulpturen, die tief gefroren sind, weil es tagsüber taut und dann in der Nacht wieder friert. Ja, und auch auf den Straßen muss man aufpassen. Teilweise rinnt von der Seite der Schnee rein, also das Wasser, wenn es taut, und dann friert das auch schnell wieder zu. Ja, wir haben am 10. April mit der Schneeräume begonnen, mit sehr wenig Schnee. So wenig Schnee wie die letzten 20 Jahre, das hat es nicht mehr gehabt. Es ist sogar ein plus 15 Grad, sehr warm. Da war die Sonne fast schneller mit den Räumen oder mit den Schmelzen wie wir mit den Schneeräumen. Zu Ostern war dann der erste Wettersturz. Da hat es dann einen 70 cm Neuschnee gegeben. Sehr starke Winde, Verwehrungen bis 5-6 Meter wieder hinterbei. Die Straßen wieder komplett zugeweiht. Dann hat es wieder 2-3 Tage schönes Wetter gegeben. Dann haben wir Zeit gehabt, den Neuschnee wieder wegzuräumen von den Straßen. Und dann ist der nächste Wettersturz gekommen. Da hat es sogar noch einmal 1 Meter Neuschnee gehabt. Und am Tag drauf ist wieder bestes Wetter gewesen. Dann haben wir wieder 2 Tage Neuschnee gekramt. Und nachher, letztendlich haben wir dann am 2. Mai haben wir dann den Durchstich geschafft. Und am 3. Mai haben wir die Straßen öffnen können für den allgemeinen Verkehr. Aber nicht nur die Großglockner Hochalpenstraße ist schon geöffnet. Auch zum Beispiel der Simplonpass in der Schweiz ist offen. Der Gotthardpass, der wird Mitte Mai eröffnet. Und der San Bernardino-Pass möchte am 19.05. also 19. Mai eröffnen. Das war es auch schon von unserem kleinen Rundblick hier auf der Großglockner Hochalpenstraße auf 2500 Meter. Mein Name ist Andreas Stiedl von Wetter Online. Tschüss, pfiat euch, bis demnächst mal wieder. Ciao.